Hallo meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Porvenir-Brief-Video. Ich habe die gleichen Klamotten an wie im letzten Porvenir-Brief-Video, weil ich jetzt 4 Videos auf einmal drehe. Und heute geht es weiter mit der Nummer 19. Da hat mich dieser Brief hier erreicht. Moment, ich zeige euch den mal. So sieht er aus. Und, achso, da unten steht halt auch Porvenir. Falsch rum. So. Und hinten ist er so zugeklebt und da ist ganz viel drin irgendwie. Raschelt ein bisschen. Ich bin sehr gespannt. Der kam jetzt hier in der Weihnachtszeit an und ich dachte erst, das ist eine Weihnachtskarte. Mal gucken. Wir werden ja sehen, was da jetzt ans Tageslicht kommt. Spannend. Okay, hier ist so ein... Was ist das? Ein Anhänger einfach, ne? Ach, das ist so ein... Ist das ein Christbaumanhänger? Ein Herz? Ein rosafarbenes... Kann man das so sehen? Ein rosafarbenes Herz an so einem Bändchen. Aber was bedeutet das? Vielleicht steht es in dem Brief. Okay. So, dann schauen wir mal. Meine Herren. Boah! Voll lang und voll die schöne Schrift. Oh mein Gott, ey, da muss ich jetzt nochmal. Ach du meine Güte, ey. Da muss ich ja gerade nochmal meinen Speicher von der Kamera leer machen. Also eine echt super schöne Schrift. Ich bin gespannt. Ich glaube, ich muss aber Licht anmachen, weil ich, das ist halt blaue Tinte auf lilafarbenem Papier. Ich mache mal eben kurz das Licht an, weil ich glaube, das ist mir ein bisschen zu dunkel, obwohl es ja natürlich noch tagsüber ist, aber kann ich schlecht lesen. Mal schauen. Also, geschrieben wurde der Brief am 27.11.2016. So, und da fängt irgendwas mit Englisch an. Warum steht da Prolog? Also, auf Englisch steht da auf jeden Fall: Happiness can be found even in the darkest of times. If one only remembers to return on the light. Passt jetzt irgendwie gerade, ne? Licht angemacht. So, und dann steht da Prolog. Make your own... Oh, ich kann nicht so gut Englisch. Make your own kind of music. Schmettert Mama Cass Elliot das gleichnamige Lied aus der Dramenverfilmung zu Beautiful Thing an diesem Freitagmorgen durch die In-Ear-Kopfhörer, die mir grundsätzlich nie zu passen schienen, in meine Ohren. Ausreichenden Halt verschafft nur die hellgraue Mütze, die vom hellsten, die vom letzten Familienurlaub in Amsterdam stammt und dazu dient meine dunkelbraunen, mittellange und von Wirbel durchzogenen Haare zu bändigen. Das ist eine Kurzgeschichte. Neben meinem nicht mehr 3, sondern eher 7 Tage Bart könnten auch Sie einen Schnitt gut vertragen. Sing your own special song trällert es aus meinem Smartphone und motiviert mich ausreichend genug, um die Straßenseite zu wechseln. Während ich mich den von Bäumen und Einfamilienhäusern umrahmten, teils gepflasterten, teils erdigen und von meinem Navi als unbefestigt bezeichneten Weg zur Straßenbahnstation hochkämpfe. Make your own kind of music. Und doch sitze ich 20 Minuten später im Hörsaal Nummer 15 zum dreistündigen Kolloquium Buchführung meines BWL-Studiengangs. Hier war ich also, abgeschoben in eine fremde Stadt, 400 Kilometer von zu Hause entfernt. Abgeschoben zu Tante und Onkel, zu denen sich der Kontakt bisweilen auf die traditionellen Weihnachtsfeierlichkeiten bei Oma und ein paar kaum nennenswerte Geburtstagsfeiern beschränkt hatte. Abgeschoben von den eigenen Eltern, damit das Kindergeld und die BAföG-Gelder bezogen werden können. Abgeschoben in einen Last-Minute-Studiengang. Und so spüre ich bereits nach 10 Minuten das krampfhafte Ziehen meines Magens, spüre jede Welle von Panik, die mein Herz mit jedem Schlag durch meinen Körper sendet und weiß, bevor ich meine Kommilitonen mit Notebook und Ordner in den Raum strömen sehe, dass sich das Ganze noch verschlimmern wird. Und so heißt es für mich erneut, um 8.11 Uhr Dozent rein und ich raus. Froh darüber, dass die meisten Vorlesungen erst später beginnen, eile ich los und bahne mir den Weg
durch die nur wenig gefüllten Gänge. Ich werde schneller, beginne langsam zu joggen und erreiche, bevor die Selbstzweifel völlig zerfressen, die Männertoilette unter dem Audi Max-Komplex. Ich kann es ein bisschen schlecht lesen, muss ich ehrlich sagen. Die Schrift ist schön, aber ich kann es sehr schlecht lesen. Und trotz des angeregten Gesprächs englischsprachiger Austauschstudenten, welche die Toilette als Austragungsort ihres Diskurses zu bevorzugen schienen, fühlte ich mich in eine Kabine gekauert, plötzlich sicher und sehnte mich nach der Erleichterung, die mir die spitz gefeilten Fingernägel zu verbringen vermögen, als sie sich in die bereits vorhandenen Kratzwunden meines linken Unterarms graben, bis sich synchron zur im Inneren ausbreitenden Wärme das Blut auf meine rechte Hand ergießt. An dieser Stelle möchte ich jetzt mal sagen, also ich meine, ich kenne mich jetzt nicht aus damit, ne? Das klingt jetzt so nach Ritzen, also ich habe natürlich schon mal davon gehört, und wenn ihr Zuschauer hier sind, die dieses Video sehen und die diese Krankheit haben, wäre es, glaube ich, besser, wenn sie jetzt nicht weiter das Video gucken, oder? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass sowas dann triggern kann. Ich weiß es nicht. Also ich kenne mich mit dieser Krankheit nicht aus. Also deswegen kann ich da jetzt nichts sagen, aber es ist ein bisschen prekär, ne? Kostenloses WLAN und ein Café im vierten Stockwerk locken mich anschließend nicht nach Hause, sondern zum wiederholten Mal in das Galeria Kaufhof, wo sich wie immer mittwochs und freitags die, wie ich sie abgeleitet von ihrer Kleidung nenne, Neon Golden Girls ab 21:30 beim Kartenspiel gegenseitig die Gesellschaft leisten. Poker, Bridge oder Skat sind auch dieses Mal gänzlich unwichtig für mich. Es galt lediglich ausreichend Zeit zu verbringen, bevor ich ohne Verdacht versuchen konnte, bei meiner Zwangsfamilie aufzutauchen. Zugegebenermaßen ist es auch heute relativ amüsant, als Frau Neon Pink Lady Leon Grün vom nicht richtig stempelnden Fahrkartenautomat ihrer Linie erzählt und Madame Neon Blau unter dem bösen Blick der Kantinenkassenkönigin ihre selbstgemachten Rumkugeln verteilt. Ich überlege jetzt echt, ob ich das weiter vorlesen soll. Das klingt, ich weiß nicht, ist es ein Brief oder ist es eine Kurzgeschichte? Also, Auch mir bietet sie obligatorisch ihr Backwerk zum Verzehr an, bevor ich ihr erneut von meiner 0% Alkoholabstinenz erzähle. Im Buchladen lege ich mittlerweile ein suchtähnliches Schnüffeln an übertrieben teuren Yankee Candles an den Tag und werde von schlechtem Gewissen geplagt, als ich an den Gesetzbüchern und studienbegleitenden Buchempfehlungen sämtlicher Fakultäten vorbeieile und mich wenige Minuten später nicht nur in Erinnerungen an meine Kindheit, sondern auch in Meister Geppettos Werkstatt oder mit Harry, Ron und Hermine nach Hogwarts begebe. Der neuen illustrierten Version des zweiten Harry Potter Bandes sei Dank. Wenigstens ein Weihnachtsgeschenk für meine Schwester habe ich gefunden, denke ich. Mein Onkel ist Professor der Amnesie, mein Cousin Student der Medizin und während die gesamte Familie um den mit spärlichem Essen gedeckten Küchentisch versammelt sind und die Zeit und den Feuilleton weiterreichen, nutze ich die zum Strahlenschutz WLAN-freie Zeit, um zum wiederholten Male in dieser Woche mit Barbie in a Perfect Christmas mein Versagerleben mit plumpen Musik, Film, Geplänkel zu übertönen und erwische mich dabei, wie ich Songtexte zu It's Gonna Be a Perfect Christmas mittrellere und nebenbei meinen schmerzenden Arm mit Zinksalbe behandle. Ich muss jetzt mal eben hier gucken, wie das so. Es ist sehr viel, was da jetzt noch kommt und es klingt wirklich wie eine Kurzgeschichte einfach, gar nicht jetzt wie so ein Brief, oder? Es
sehr anstrengend zu lesen und es sind so wahnsinnig viele Seiten. Ey, ich glaube, das sprengt hier echt gerade den Rahmen. Genau, weil danach kommt nämlich noch eine andere. Da steht auch wieder kurz, also was heißt kurz, da steht dann, ja, Geschichte. Und ich weiß halt nicht, ob es so viel Sinn macht, ehrlich gesagt, jetzt hier in diesen Videos Kurzgeschichten vorzulesen, die du sicherlich geschrieben hast, ja, aber es ist ja nicht so wirklich Sinn der Sache. Mag sein, dass ich jetzt die Idee dahinter falsch verstehe irgendwie, aber also an dieser Stelle möchte ich gerne ehrlich gesagt das Video abbrechen, aber das mit diesem Ritzen auch und so, das ist mir ein bisschen zu heikel, was meine Zuschauer angeht. Ich möchte nicht, dass da irgendwie jemand auf komische Gedanken kommt. Es tut mir leid, lieber Damian, also du hast auch Damian unten drunter geschrieben nochmal. Aber ich breche das echt jetzt ab an dieser Stelle. Also ich muss ja nicht alle Briefe vorlesen. Also ich habe ja schon mal gesagt, wenn jetzt irgendwas kommt, was mir ein bisschen so komisch vorkommt, dann lese ich es nicht vor. Hier hast du noch so einen Zettel gemalt. Danke, Kossi. Aber du kannst mir ja mal schreiben, weil, verstehst du, also es ist, diese Pauvenierbriefe sind ja für Dinge, die man halt noch nie jemandem erzählt hat. Und Kurzgeschichten dann vorlesen, dann kriege ich demnächst nur noch solche Briefe. Dann schicken mir alle Leute Kurzgeschichten. Ich weiß auch noch nicht genau, ob ich das Video jetzt hier überhaupt hochlade. Ja. Das erste Mal, dass ich einen Brief jetzt nicht komplett vorlese, ne? Aber es ist so viel, ehrlich. Und dieses Thema ist schwierig. Ich weiß nicht, ob ich das Video hochlade. Aber warum nicht? Dann wisst ihr schon mal Bescheid, was in solchen Videos nicht so gut kommt, ne? Also Kurzgeschichten nicht. Briefe, ja. Kurzgeschichten nicht. Der Leo kratzt sich gerade und kam da irgendwie an den Tisch ran. Ja, okay, also ich beende das Video jetzt an dieser Stelle und sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss. So, meine Lieben, ich bin jetzt nochmal hier. Es sind inzwischen ein paar Tage vergangen. Also ich hatte ja angefangen, diesen Brief vorzulesen und hatte mich ja entschieden, das Vorlesen abzubrechen. Und habe jetzt echt ein paar Tage darüber nachgedacht, was ich mache, ob ich das jetzt einfach gar nicht hochlade und kein Wort darüber verliere oder eben doch hochlade und etwas dazu sage. Und ich habe mich zur zweiten Variante entschieden. Also ihr seht mich jetzt nicht, weil ich jetzt überhaupt nicht gestylt bin. Aber mir ist es wichtig, an den Briefeschreiber jetzt nochmal etwas dem Briefeschreiber etwas zu sagen, weil er wird ja dieses Video sehen. Und ich habe mir natürlich inzwischen den Brief komplett selber durchgelesen. Also ich kann es verkraften, solche Dinge auch zu lesen und so. Aber also erstmal ist es ja so, weil das Ganze in Form einer Kurzgeschichte geschrieben wurde, weiß man jetzt natürlich nicht, hast du es dir ausgedacht oder ist es tatsächlich deine Geschichte? Und da finde ich ja schon, dass es nicht so in diese Pauvenir-Reihe passt, wenn es denn ausgedacht wäre, was ich nicht glaube. Aber es war mir einfach ein bisschen zu detailliert beschrieben. Also ich habe ja den Anfang vorgelesen und gerade diese Geschichte oder diese Szene mit dem Ritzen, da gibt es glaube ich auch so einen Fachbegriff für, aber der fällt mir jetzt nicht ein. Also so gut kenne ich mich jetzt nicht aus mit solchen Krankheiten. Aber ich weiß eben, wenn jemand etwas detailliert beschreibt über Krankheiten, also gerade bei psychischen Krankheiten ist es so, wenn Menschen dann das lesen oder hören in dem Fall von mir und man weiß halt nie, wer sitzt da am Bildschirm und guckt sich meine Videos an. Und wenn da jetzt jemand denkt so, oh, dieses Gefühl kenne ich oder diese Krankheit kenne ich, ich kann mich damit identifizieren und so, dann kann der Schuss auch mal echt nach hinten losgehen. Weil, so hatte ich es im Video auch gesagt, weil sich Menschen sonst irgendwie getriggert fühlen könnten. Also wenn es so detailliert beschrieben wird wie bei dir. Und deswegen hatte ich mich ja entschieden, den Brief halt nicht weiter vorzulesen. Aber ich wollte jetzt eben nochmal erklären, warum ich dann zumindest das Video doch hochgeladen habe. Ja, eben damit du weißt, warum ich das Video abgebrochen habe. Und es ist ganz einfach die Verantwortung meinen Zuschauern gegenüber.
Und ich möchte ja nicht, dass, ja, dass, wie gesagt, die Menschen, die vielleicht an einer ähnlichen Krankheit erkrankt sind, sich dazu animiert fühlen, dann auch das zu machen, was du beschrieben hast in dem Brief. Ne? Ich kann es jetzt nicht genau erklären, weil ihr habt ja jetzt alle den kompletten Brief nicht gelesen und so. Also ich bin froh, dass ich ihn abgebrochen habe. Also für die Kamera meine ich jetzt. Ne? So, ja. Aber wie gesagt, es ist mir wichtig, dass du, also der Briefeschreiber jetzt, dass du weißt, warum. Und sollte diese Geschichte wirklich deine Geschichte sein und dein Leben, dann wünsche ich dir natürlich alles, alles Gute für deine Zukunft, was jeden Teil und jeden Bereich deines Lebens vor allem auch angeht. Also da sind auch noch ein paar andere Bereiche dann beschrieben worden. Und ich finde es selber ja immer ganz schlimm, wenn ganz junge Menschen, und dieser junge Mensch, der mir das geschrieben hat, ist 20 Jahre alt, die dann halt schon so blöde Sachen im Leben erleben müssen, weil da fängt das Leben ja eigentlich erst an. Und ich hoffe natürlich auch hier, dass du Hilfe hast, dass du Menschen hast, die dich unterstützen, am besten natürlich medizinische Hilfe oder eben psychische Hilfe, dass du da irgendetwas machst. Ja, und ich bitte dich um Verständnis, dass ich leider diesen Brief nicht komplett vorlesen konnte. Du hast dir wahnsinnig viel Mühe gegeben. Ich finde auch deinen Schreibstil wirklich total gut, aber das, was du geschrieben hast, ist mir zu gefährlich für meine Zuschauer. Und deswegen, ja, hoffe ich, du hast da Verständnis für. Und ich wünsche dir alles Gute, wie gesagt, für deine Zukunft und vor allem auch für deine Gesundheit, ne? Und für dein restliches Leben. Okay, also bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.